Leute, wir sind hier wieder bei der letzten Fallout-Aufnahmesession und wisst ihr was? Fallout ist, als ich alt-tab gegangen bin, das ist so ein Problem manchmal bei Fallout 3, ist es abgeschmiert. Und ich habe gerade geladen, bin hier wieder auf dieser Brücke, die aus dem Bug rausführt und auf einmal springt mir die hier ins Gesicht. Und hat vorher noch irgendwas gelabert, so, ja, von was ich, wer ich glaube, wer ich bin und warum ich hier die ganze Zeit nach so einem Androiden frage und so. Und, ja, mit wem zum Kuckuck habe ich es hier zu tun? Genau das, was ich meine. Da muss es eine Verwechslung vorliegen. Wer immer dieser entflohene Androide auch ist, ich will nur helfen, ja. Was ich mit meiner Zeit mache, geht verdammt noch eins nur mich an. So, mit wem zum Kuckuck habe ich es hier zu tun? Mein Name ist Victoria Watts. Ich arbeite für eine Bewegung, die offensichtlich die gegenteiligen Ziele verfolgt wie Sie. Mir scheint, Sie wollen einen Androiden finden, den meine Kollegen und ich versteckt halten wollen. Damit besteht wohl ein Konflikt zwischen uns. Alter, ich balle euch um. Was könnte ich denn tun, um zu helfen? Wollen Sie wirklich helfen? Nehmen Sie dieses Bauteil. Es gehört zum Androiden, den Sie suchen. Fragen Sie nicht, wo ich das herhabe. Zeigen Sie das Teil Dr. Zimmer aus Rivet City. Sagen Sie ihm, der Androide sei tot und Sie hätten es aus der Leiche ausgebaut. Das wird er glauben. Danach wird Zimmer ins Commonwealth zurückkehren und den armen Kerl in Ruhe lassen. Und Sie haben ein Leben gerettet. Ich weiß nicht, wollen wir der vertrauen? Sonst noch was, was ich wissen Sie sollte? müssen verstehen, dass dieser Androide jetzt ein Mensch ist. Er sieht aus wie ein Mensch. Er verhält sich wie einer. Und er glaubt, einer zu sein. Auch wenn er keiner ist. Auch wenn er eine Maschine ist. Er kann denken und fühlen. Verstehen Sie? Seine Seele ist so menschlich wie Ihre und meine. Dieses Wesen verdient es, in Freiheit zu leben. Bitte. Wenn Sie ein Fünkchen Anstand haben, geben Sie ihm diese Chance. Okay, bekomme ich eine Belohnung, wenn ich ihn... Na, das wollen wir jetzt mal nicht fragen. Was ist das für eine Bewegung? Wir nennen uns die Railroad. Unsere Mission ist die Rettung synthetischer Humanoiden, besser bekannt als Androiden. Okidok. Was ist mit den menschlichen Sklaven? Helfen Sie denen nicht? Wenn möglich, helfen wir auch Humanoiden. Aber im Ödland gibt es dafür bereits andere Organisationen. Unsere Androidenbrüder dagegen haben nur uns. So die Vermutung, dass die auch so einer ist. Ich sag Ihnen was. Wenn Sie das Teil Zimmer geben und den Glauben machen, der Androide sei tot, werden Sie Ehrenmitglied bei uns. Ich muss gehen. Sie wissen. Hat die uns gerade mit vorgehaltenem Messer angelabert? Ich weiß nicht. Es ist noch mehr dazu gekommen. Ich glaube es nicht. Wir sollten immer noch optional diesen komischen Doktor befragen. Weiteren Hinweisen über die Identität. Wir wissen doch, dass es Harkness ist. Was für ein Mindfuck, diese Aufgabe hier. Sollen wir dorthin oder was? Ja. Na, okay, gehen wir mal den Weg, den die uns jetzt vorgeschlagen hat hier. Moment mal. Ach so, jetzt sollen wir wieder dahin. Ah. Das war wohl einfach nur ein Questmarker von der. So, jetzt ist die Frage, was werden wir tun? Wir werden ihn auf keinen Fall ein Zimmer ausliefern, das wissen wir. Aber sollen wir vorher mit ihm sprechen oder gleich nur mit Zimmer labern und sagen, dass er tot ist? Sollen wir nochmal zu Dr. Preston gehen? Der ist was zu sagen hat, denn ich will diesen optionalen Teil der Quest abschließen. Oder was? Was werden wir tun? Guten Abend. Ich hoffe, Sie planen keine Ich weiß nicht, warum diese Türen alle verschlossen sind. Meine, das hat doch irgendjemand hier machen müssen. Wer hat das verschlossen? Wer dachte, das wäre eine gute Idee? Hat er, bitte, warum bin ich gerade auf diesem kleinen, schmalen Teil gelaufen?
Rivet City halt. Ah, jetzt ist das natürlich nicht mehr verboten, hier reinzugehen. So, Dr. Preston. Wenn er nichts zu sagen hat, dann ist es mir langsam auch egal. Dann ist es vielleicht ein Bug oder so. Sie sehen nicht so aus, als wären Sie... Keine Ahnung, hat er Punkt. Lassen wir ihn einfach in Ruhe. Moment mal, Hallo. Hier ist er doch, Harkness. Ich würde sagen, wir setzen uns ganz verständnisvoll neben ihn. Machen einen Quick Save und reden einfach mal mit ihm darüber. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Gibt es irgendein Problem? Du bist nicht beschäftigt. Wie soll ich es sagen? Sie sind nicht, wer sie zu sein glauben. Was soll das heißen? Hören Sie zu. Ich habe keine Zeit für existenzielle Debatten. Und noch weniger Interesse an komischen Pseudoreligionen. Dies ist keine existenzielle Debatte. Sie sind ein Roboter aus dem Commonwealth. Sie sind ein Roboter aus dem Commonwealth. Sie gehören einem Mann namens Zimmer. Ich sehe schon, Sie glauben mir nicht. Auch egal, vergessen Sie es. Wie bitte? Gut. Sie haben genau 5 Sekunden, um zu erklären, was das hier soll. Oder Sie verlassen River City über die nächstgelegene Luke. Ich weiß, Sie glauben mir nicht, aber ich sage die Wahrheit. Drohen Sie so viel Sie wollen, aber die Wahrheit ändert sich dadurch nicht. Die Fakten sprechen für sich. Ich habe Bilder und Audiobeweise. Drohen Sie so viel, bla. Na schön. Ich gebe nach. Aber das ist unmöglich. Ich kann kein Roboter sein. Ich bin ein menschliches Wesen. Ich atme. Ich esse. Zum Teufel, heute Morgen habe ich mich beim Rasieren geschnitten. Ich habe geblutet. Roboter bluten nicht. Es ist kein echtes Blutharknis. Es ist synthetisch, wie alles andere auch. Sie sehen aus und agieren wie ein Mensch. Sie sind aber keiner der Beweise da. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß noch nicht mal, was ich von alledem halten soll. Ich gebe zu, dass das ziemlich erdrückende Beweise sind. Aber sie ergeben keinen Sinn. Wie kann das möglich sein? Tut mir leid, Harkness, habe ich keinen Rückrufcode. Ich glaube, das ist vielleicht doch keine so gut... Mein Gott, ich erinnere mich an alles. Aus der Zeit davor. Zimmer, das Commonwealth, das Institut, all die Schmuggler, die ich erledigt habe. Sie haben mich daran erinnert. Warum? Wie? Ich... Egal. Ich... Mein Gott, was mache ich nur? Mein Leben, alles, eine Lüge. Sie werden... Was werden Sie gegen Zimmer tun? Okay, wir haben die Aufgabe damit erfüllt. Er war es doch, vor dem Sie geflohen sind. Keine Sorge, Agnes. Ihr Geheimnis ist bei mir in sicheren Händen. Ich werde Ihnen verraten, was ich mit ihm machen werde. Ich stecke ihn in eine sehr kleine Kiste und schicke ihn nach Norden, wo er hingehört. Ich hoffte eigentlich, dass ich ihn umbringen darf. Manchmal muss man die bösen Jungs umbringen. Ist Gewalt wirklich notwendig? Kann man ihn nicht einfach vom Boot werfen? Ich denke mal, wenn ich mich anstrenge, kann ich ein paar Anschuldigungen gegen ihn erheben. Und ich möchte Ihnen für die Warnung vor Zimmer danken. Und für Ihre Diskretion. Hier ist ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Ein Plasmagewehr. 40 Mikrofusionszellen. Sie haben Karma. Wir haben doch gutes Karma bekommen. Also, ich finde, wenn ihr selber fordert, zockt, könnt ihr gerne mal versuchen, das mit dem Zimmer, den Zimmer dazu überreden. Oder so. Aber ich finde, für mich ist das hier der richtige Weg. Gut, jetzt ist die Wahrheit ja raus. Und was jetzt? Wie soll ich sie denn jetzt nennen? Harkness oder A23? Warum die Veränderung? War es das alles wert? Ich habe 2 Erinnerungssätze. Einen Androiden, einen menschlichen. Einige davon sind meine. Einige gehören jemand anders.
aber ich habe mich entschieden, menschlich zu sein. Ich habe die Wahl. Die Leute auf dem Schiff brauchen mich zu ihrem Schutz. Und ich bin für sie da. Wie soll ich sie jetzt nennen? Ah, ich weiß nicht genau. Was soll's? Nennen Sie mich Harkness. So kennen mich die Leute hier. Das ist jetzt meine Identität. Es ist besser für alle, wenn wir so tun, als wäre ich schon immer Harkness gewesen. Die Wahrheit bleibt unser kleines Geheimnis. Okay. Okay. Warum die Veränderung? War es das alles wert? Ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn ich einen entflohenen Androiden einfing, bekam ich was zu hören über Selbstbestimmung, Freiheit. Anfangs prallte alles an mir ab, aber irgendwann begann ich drüber nachzudenken und... Naja, sie hatten recht. Wir sind wirklich Sklaven. Wir verdienen ein eigenes Leben. Also traf ich eine Entscheidung und ließ mein altes zurück. Sie haben mir jetzt die Erinnerungen an beide gegeben. Okay. Danke für die Hilfe. Dann machen Sie mal schön weiter. So. Wir haben ein geiles neues Plasma-Gewehr. Ich mache erstmal einen Quick-Save. Wir haben ein geiles Plasma-Gewehr gewonnen. Also gewonnen, bekommen. Und das braucht Mikrofusionszellen und von denen haben wir doch schon einige bekommen. Aber das sind dieselben, die auch von der Lasergewehr. Wo ist es jetzt hin? Und das macht doch schon schön Schaden, würde ich mal sagen. Und es ist voll repariert vor allem. Plasma. Lecker. So, wir gehen jetzt nochmal ins Forschungslabor. Zimmer rausschmeißen. Sieht alles in Ordnung aus hier. Ich hätte ihn vielleicht dazu führen sollen, dass er ihn umbringt, aber schade. Oder ist er schon weg hier? Sieht so aus. Gemüse bitte nicht anfassen. Es ist sehr zart. Ja, das Gemüse. Hast du jetzt irgendwas dazu sagen? Ich habe Ihnen schon alles gesagt, was ich weiß. Ja, nein, bitte halt's Maul, du Dumme. Aufgaben ist abgeschlossen, ne? Okay. Also für mich ist das jetzt ein zufriedenstellendes Ende, wenn ihr das irgendwie anders machen wollt, wenn ihr dort in diese komischen Railroad-Organisation da irgendwas machen wollt, dann von mir aus, aber naja, man kann es auch so machen, ne? Man könnte ihn auch ausliefern und fett schlechtes Karma kassieren und Rivet City irgendwie zugrunde richten, wenn sie keinen Sicherheitschef mehr haben. Guten Abend. Wenn ihr das machen wollt, na dann. Da habt ihr dann nicht nur schon Dingense gesprengt, Megaton, sondern auch noch Rivet City. Also soll ich das Karma jetzt schon wieder verlieren, indem ich mich in den Markt reinknacke? Ich glaube nicht. Hier ist die Kirche. Also ich verlaufe mich hier in Rivet City oder was? Ich frage mich jetzt nur, ob es diese komische Victoria noch irgendwo gibt. Ich will nicht stören. Wo die nochmal irgendwo konsultieren können. Und der mal unser Plasmagewehr vorhalten können. Hey, was ist los? Schlechten Trip gehabt oder was? Scheint ja wirklich übel gewesen zu sein. Na, hier, Treppenhaus. Legaler Weg zum Treppenhaus. So, was haben wir denn? Ja, Marketplace. Gehen wir mal in den Markt. Wir sind zwar rausgekommen, aber egal. Es ist egal. So. Harkness scheint wieder dort zu sein, wo er immer ist. Oder ist es er doch? Guten Abend. Ich weiß noch genau, was Sie Ach, getan haben. Nee, das ist irgendjemand anderes. Respektieren Sie dieses Mal das Eigentum anderer Leute, sonst lasse ich Sie Kiel holen. Bitte? Ich hoffe für Sie, dass es wichtig ist. Hat die herausgefunden, dass ich irgendwas geklaut habe oder das Terminal gehackt habe? Oder warum schnauzt sie mich so voll? Ja? Was ist? Wo komme ich? Bla. Was gibt's denn so hier? Was haben Sie denn für ein Problem? Hier, Kind im Herzen. Sehen wir's. Klar, ich habe das von seinem Tisch debitzt. Ich kann Ihnen bis morgen... Wow, 39,5 mm. Na, okay, warum nicht? Wir können jetzt also jeden Tag bei den Munition einheizen. Ja, bitte? Bla.
Die ist immer noch dasselbe hirnlose Geblabber von wegen hier Dingen so. Hey Bannon, ich hab gehört über. Willkommen im Potomac Attire. Nimmst, brauchst Dingen? Na, okay, wir können die scheinbar nicht auf ihre Krankheiten anreden. Und Seagrave ist schon gar nicht mehr da. Naja. Es war so laut letzte Nacht. Ich konnte kaum schlafen. Boah. Gibt es irgendein gutes Schlafmittelchen? Cindy hat alle möglichen guten Medikamente. Haltet euer Maul, verdammt. So, ich verabschiede mich von der letzten Aufnahmesession hier von Fallout 3. Bald wird sich alles verändern. Auch was meinen Ablauf beginnt, nicht mehr so viele Videos hochladen und so. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß und so. Vielleicht trifft man sich in einem anderen Leben mal wieder. Man sieht sich. Achtung! Es folgt ein extrem lame bearbeitetes Videoschnibbel. Ihr seid gewarnt.